Ich habe nur 8 Minuten noch frei zum Filmen. Ein alter Oldtimer. Schick. Schick. Ja, die Batterie muss erst angeklemmt werden. Du musst das Kennzeichen auch noch verpixeln nachher, ne? Die Motorhaube wird aufgemacht. Oh ne, die ist noch angeklemmt. Dann versuchen wir, ob er anspringt. Ja, jetzt wird probiert. In den Motorraum filmen. Nochmal runter. Da sollen wir nicht rausschieben. So, das Ding wird rausgeschoben. Jetzt. Er kommt hinaus. Über den Hubel mit Ruck. Warte. So, hier geht's bergab. Jetzt muss man aufpassen hier. Jetzt nochmal mit Ruck hier. So, wieder zurück und jetzt mit Ruck. Und da kommt er raus. Die alte Wanne ist da. So. So. So, guck, ob er anspringt jetzt hier. Okay. Na, läuft nur nicht ganz. Stopp mal. So, wir gehen mal eben, gucken uns das Ding von innen mal an. So, hier ist der Fahrersitz. Ja. Der Beifahrersitz natürlich. Hier hinten. Rückbank. Jetzt kommt hier, wie der Vergaser aufgeschraubt wird. So. Der Vergaser wird jetzt aufgeschraubt. Die Linie schwingt. Geht du gut bei uns? Ist sie da? Oh. Ich weiß nicht, dass die Gardine hat sich da bewegt. Da auf ist das Ding jetzt. Ja, dann muss jetzt aber weg. Geht schon so. Kann sein, dass er. Ja, stell dich an eine Seite hin und film von der Seite. So, jetzt kommt Spray. Was? Ah. Sehr gut. Perfekt. Ding ist schon mal angesprungen zumindest. Sehr gut. Wir gucken mal in den Kofferraum. Man hat hier recht viel Platz. Es
natürlich noch sehr altmodisch, ist ja klar. Ist halt ein Oldtimer. Hier haben wir auch noch. Moment, guck ich mal eben. So. Hier haben wir noch ein paar Nummern von der Oldtimer Rally. Die 37 und die 29. Sind wir schon ein paar Mal mitgefahren bei so Oldtimer Rallys natürlich. Alles drin, was man hier braucht. Ein Ersatzreifen, Regenschirm, all die Sachen natürlich. Eine Flasche mit Pfand. Lol. Mhm. Frag mich, ob die nicht schon mal abgelaufen ist. Egal. Ja. Auf jeden Fall ein schöner Wagen. Ja. So, Garagentor wieder zu und dann geht es jetzt mit dem Wagen gleich nach Hause. Ist hier direkt gleich um die Ecke. Wir fahren jetzt erstmal gleich auf die Straße. Ja. So. Jetzt geht's hier auf die Straße und jetzt fahren wir gleich zur Tankstelle. Ich fahre auch mit. Ich werde jetzt eben einsteigen. Läuft! Ja, sehr gut! So, wir steigen jetzt eben ein. Ja, so. Ja, wir fahren jetzt hier los. Und ja, wir fahren jetzt nach Xanten zu einer Tankstelle. Da tanken wir einmal voll und wir tanken halt und werden dann jetzt erstmal auch noch Luft pumpen an Reifen. Werden wir mal gucken. Wir sehen uns dann gleich an der Tankstelle wieder. Leute, wir sind jetzt hier an der Tankstelle in Xanten und wir... warte, ich komme hier raus. So, ich stecke raus. Zack. So. Wir pumpen hier jetzt gleich Luft. Hier. Wir müssen eben warten, bis die anderen da weg sind. Ja. Ja, wir machen hier 1,7 Bar drauf. Gucken wir mal, wie viel da drauf ist. 1,6 auch. 1,7 im Reifen drin. Nächster Reifen. So, jetzt machen wir noch den Ersatzreifen. Wie viel Bar müssen da drauf? Was? Mehr, auf jeden Fall. Doch? Was? Genauso viel. Hä? Wir müssen immer mehr drauf. Drauf. Wie viel müssen denn da jetzt drauf? Eigentlich müssen da immer mehr drauf. Ja, ist doch so. Da müssen immer mehr drauf.
Eigentlich. Mal, das dauert noch ein bisschen. Jetzt haben wir einen. Und 1,7 Bar erreicht. Müssen zwar immer mehr drauf, aber Mama macht das jetzt nicht. Ja, der wird ja dann wieder. Egal. Ja, so, das war's. Leute, wir fahren jetzt wieder nach Hause und tschüss.